Boah. Okay, ich habe fast sechs Frösche. Einer fehlt mir noch. Ich habe noch drei Leben, um es herauszufinden, wo er ist. Okay. Hier ist er nicht. Also gut, dann gehen wir mal hier durch und hier rüber. Hier ist die Brücke. Ich habe nämlich was in Erinnerung. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das funktionierte. Du musst, glaube ich, hier lang. Okay, so nicht. Hier rüber. Jetzt hier hoch. Nee. Weil man muss, glaube ich, es gibt hier noch so einen kranken Vogel. Also, kranker Vogel. Ihr wisst, was ich meine. So ein. Nein! Verdammt! Ich muss wissen, wo der abfliegt. Vielleicht ganz oben irgendwo. Vielleicht muss man mit dem weiterfliegen. Das könnte was sein. Okay, dann werde ich das jetzt ausprobieren. Ich will nicht alles nochmal machen. Na super, das war jetzt leicht unsinnig. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass da was war. Dass dieser andere Vogel hier irgendwie. Boah. Ja. Hey, ich bin hier immer irgendwie falsch dran. Zack. Suizid. Ach, hat geklappt. Ich glaube, dass dieser Vogel an dem vorbeifliegt. Ist das so? Hm. Zack. Okay, das geht nicht. Also, boah, ich kriege hier langsam hier Kreislaufkollaps von den ganzen, boah, Tränen. Komm mal hier runter. Ey, wo ist das denn jetzt? Das ist was ganz anderes. Boah, das ist ja lebensgefährlich. Alter, was soll ich denn machen? Und dann auf die da drüben. Ja, der ist doch Wahnsinn. Das ist doch der pure Wahnsinn, du. Ah. Oh, ja. Trollololololol. Boah, ja. Mach mir doch keine solche Angst. Ich hab's an den Nerven, meine Freunde. Im Ernst. Jetzt nach rechts? Ah, gut. Okay, jetzt erstmal, wie ist die Kamera hier am besten? Ich glaube so. Ja. Ja, und jetzt? Ah, nein! Hätte ich keinen Supersprung gemacht, hätte ich es geschafft. Letzter Versuch, Leute. Höchste Konzentration. Wenn es jetzt nicht klappt, darf ich den ganzen Level nochmal machen. Nein! Nein! Okay. Konzentration. Ich muss mich kondensieren. Okay, und hopp. Und drehen. Abwarten, abwarten. Los geht's. Springen, 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 warten. Springen. Okay. Wo geht der hin? Da, der geht. Oh, ach nö! Nochmal, Füchse. Ich dachte, jetzt bin ich vielleicht da mal da. Okay, aber die rennen hier auf ihrem. Und sonst nirgends. Ja! Sieg! Wir haben gesiegt! Das ist auch echt eine Höllentortur, hey. Welt beendet. Gut. Was machen wir jetzt die letzten 3 Minuten? Retro. Retro ist jetzt gut. Boah. Das ist Frogger. Rauskriegen, wo diese unmöglichen Frösche sind. Boah, hier muss man ja richtig schnell sein. Habe ich schon wieder keinen Bock drauf. Und dann auch noch richtig reagieren und sie auch noch alle einsammeln. Ah. Okay, hier, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja klar, schon keine Zeit mehr. Alter, bist du krass? Aber den Level müssen wir unbedingt schaffen, weil erst im nächsten Level ist der goldene Frosch aus der Dinger, aus der Retro-Welt. Und ich sag, oh, das war schlecht. Game over. Ja, okay, fangen wir nochmal von neuem an. Ich sag euch, der letzte Level von der. Ah, cool. S. D. Na, jetzt komm. Dankeschön. Ha.
Und mein Real-Life-Namen werdet ihr nicht erfahren. Hihi. Highscore. 247, kranker Scheiß. Weil der letzte Level, um zum Thema zurückzukommen, der letzte Level der Retro-Welt ist absolut unschaffbar. Also da werde ich vielleicht mal mich irgendwann, wenn ich mal zu viel Zeit und zu wenig Hobbys haben sollte, mich mal dran setzen und versuchen, den zu lösen. Ansonsten sollte man da einfach die Finger von weg. Hä, das war gar. Ach, das ist Fail. Fängt ja schon mal super an. Sollte man da einfach die Finger von weglassen. Oh, die wird untergehen. Aber es ist meine einzige Chance, hier wegzukommen. Uiuiui. Und zapp. Und zack. Und zack. Höchste Anforderung hier. Es ist so schwer. Im Ernst, es ist so schwer. Und gegen. Und rüber und durch. Okay, und drauf. Drauf. Zurück. Okay, Zeit aus. Rüber. Nein, nicht schnell genug gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die können sowas gut. Also ich bin. Ich hab nach vorne gedrückt, du Spasti. Was ist das denn für ein spastiger Frosch? Der macht einfach nicht, was ich ihm sag. Ist der krank? Hast du Probleme? Hast du Probleme? Dann mach so weiter. Ja, super. Ja, komm halt her. Ja, klasse. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, haben keine Zeit mehr. Jetzt geht hier auch noch diese scheiß Schlange hin und wir sind untergegangen. Leute, ich sehe es kommen, das wird nichts mehr. Nicht in diesem Part und im nächsten mache ich dann auch was anderes, weil das macht hier keinen Spaß. Im nächsten Dinger, im nächsten Frogger-Part mache ich dann wahrscheinlich einen Dinger. Nein, mal die ganzen Moos-Level durch, weil die sind auch alle relativ geil. Ja, warum nicht immer so? Geht doch. War doch gar nicht so schwer. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich zocke auf jeden Fall weiter, bis ich tot bin. Überziehe ich halt wieder ein bisschen den Part, ist ja normal. Wird ein Frogger auch öfters vorkommen, weil ich hier immer nur Einzelparts aufnehme und Begrüßung und Verabschiedung ist halt auch immer 2 Minuten, ne? Boah, der Biber war ja mies. Ich bin ein Biber, Biber. Okay, truff. Jetzt läuft's auf einmal. Boah, wie es den reinge. Guckt euch diese Stelle gerade eben nochmal an, weil der ist richtig schön geflogen, weil ich kurz vor der Grenze war. Sagen wir mal. Ja, kurz vor der Grenze. Zack. Ich bin ein Biber, Biber. Zack, zack. Truff. Okay. Ganz rüberfahren. Springen. Wenn ich es jetzt schaffe, mit diesem Leben noch den letzten Frosch zu bekommen, sind wir das nächste Mal im letzten Retro-Level. Aber das glaube ich kaum. Ich glaube, ich fail jetzt irgendwo. Das heißt, wenn man bedacht an die Sache dran geht, schafft man es eigentlich. Wenn nichts irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wie jetzt hier die Schlange. Okay. Bitte komm. Tot. Konnte ich nichts für, war dieses blöde Krafodil. Krokodil, Kranodil, Krokodil da. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Frogger.